Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in der neuen Playlist bei Kunst und Klöppeln, wo sich jetzt alles um diese wunderschöne Handarbeit, okay, Schiffchenarbeiten, Frivolitäten handeln wird. Wieso hat diese Playlist jetzt so viele Namen, also Schiffchenarbeit, okay und Frivolitätenarbeit? Ganz einfach. Diese Handarbeit hat diese drei verschiedenen Bezeichnungen. Und da sie schon sehr alt ist, hat sich das dann irgendwo ergeben, dass es verschiedene Namen bekam. Woher dieses Frivolitäten kommt, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht wurde es dann auch irgendwann umgeändert in Schiffchenarbeit. Wieso das so ist, das kann ich mir so gut vorstellen. Warum es dann wieder okay heißt, weiß ich wiederum nicht so genau. Vielleicht ist das auch Schiffchen. Durchaus möglich. Was brauchst du für diese Handarbeit? Bleiben wir mal beim Schiffchen arbeiten, damit sich die ganze Sache etwas einfacher gestaltet für dich beim Verständnis und für mich auch bei der Erklärung. Du brauchst, wie der Name es schon sagt, auf jeden Fall mindestens ein Schiffchen. Ein Schiffchen ist so ein kleines Gerät, es kann auch größer sein. In dem Fall ist es aus Plastik. Hier ist nochmal ein anderes, auf dem der Faden aufgenommen wird, mit dem du arbeiten wirst. Um jetzt Schiffchenarbeit effektiv machen zu können, ist es dann noch erforderlich, dass du eine Häkelnadel hast. Das ist jetzt eine etwas kleinere Häkelnadel, ne, wie bei Taschentuch um Häkelgarn. Die Größe der Häkelnadel hängt natürlich davon ab, mit was für welchem Material du arbeitest. Das kennst du ja bei mir schon vom Klöppeln, ne? Ob ich jetzt eine Hausklöppelspitze fertige und dazu sehr große Klöppel brauche oder ob ich etwas ganz Filigranes mit sehr, sehr hauchfeinem Garn klöpple, da brauche ich natürlich auch andere Klöppel dafür und auch andere Stecknadeln. Die Schiffchenarbeit ist noch flexibler zu handhaben als zum Beispiel das Häkeln und das Stricken. Beim Häkeln und Stricken hast du, oder ähnlich, sagen wir so, es ist ähnlich aufwendig von den Materialien, die du benötigst. Denn du brauchst für diese Schiffchenarbeiten lediglich dein Garn, was du verwenden möchtest, dein Schiffchen, also mindestens ein Schiffchen oder zwei oder auch drei, je nachdem, was für ein Muster du dann herstellen willst. Und halt, wie gesagt, auch eine Häkelnadel, je nach Garnstärke, die du verwendest. Die ganze Technik der Schiffchenarbeit ist Knoten. Im Gegensatz zu, wo ja manche mal denken, es wäre Knoten beim Klöppeln. Nein, Klöppeln ist ein Flechten mit vier Fäden. Schiffchenarbeit ist ein Knoten. Ähnlich wie beim Makramee gibt es hier zwei verschiedene Grundknoten, aus denen heraus verschiedene Muster gearbeitet werden können. Eine Möglichkeit siehst du hier. Das ist zum Beispiel solch eine Schiffchenarbeit. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was von der Spitze, die ich da drauf genäht habe. Kann man also super gut auch applizieren und verschiedene Garnstärken halt verwenden. Etwas anderes, was ich mal gemacht habe, kann man gut als Anhänger eben auch verwenden. Ja, bitteschön. Mit ein bisschen Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ne? Kannst du genauso gut auch dann ja als Borsche anstecken, wie auch immer du willst. Also dir sind da wieder keine Grenzen gesetzt. Lass deine Fantasie einfach wieder laufen. Jo, es kann allerdings auch etwas Größeres werden. Das ist jetzt nur ein Teil. Ich lege es mal hier auch so drauf, so ein bisschen, damit ihr es besser sehen könnt. Das ist ein Teil zu einer Tischdecke, die ich mal begonnen habe und dann irgendwie nicht weitergemacht habe. Noch nicht. Aber jetzt seid ihr ja da. Heißt, ich kann euch gerne zeigen, wie das funktioniert und so dann auch zur Fertigstellung meiner Tischdecke kommen. So, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Zeig mal gerade noch. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Anleitungsbüchlein. Hier sind verschiedene Spitzen und Verwendungsmöglichkeiten auch hinterlegt. Das, ihr kennt das ja von mir, ne? Also ich werde euch zu 99,9% die Grundlagen beibringen und euch gerne behilflich sein, wenn ihr vor Herausforderungen kommt. Ich werde aber ihr keine Muster in dem Sinne entwerfen und euch vorstellen oder dergleichen, sondern ich sehe es ja als meine Aufgabe an, euch
die Grundlagen beizubringen. Und wie gesagt, eben, ja, wenn Herausforderungen auftreten, dass ihr auf mich zukommen könnt und fragen könnt, ey Simone, wie sieht's denn aus? Kannst du mir dabei behilflich sein? Das sehe ich ja als meine Aufgabe an. Ne? Gestartet hat bei mir das Ganze, kleiner Ausflug in die Geschichte, mit diesem Buch. Dieses Buch hat mir mein Göttergatte AD, also wir leben nicht mehr beieinander, wir sind schon einige Zeit getrennt, hat er mir mitgebracht aus einem Antiquariat, weil er wusste, ich bin so eine Handarbeitsliese. Ne? Ich mache dieses Büchlein auf und das Erste, was mich dann so ziemlich anguckt, war das hier. Na, sieht man das? Ja, na klar, sieht man ganz gut. Sehr gut. Na? Da war also die Rede von einem Schiffchen. Ich sagte so, ist ja schön, dass ich das Buch habe, aber wo ist jetzt das Schiffchen? Wie soll ich jetzt damit arbeiten? Heute bin ich schon ein Stück weiter. Also, ich habe dann in relativ kurzer Zeit so ein Schiffchen gefunden. Du kannst dir bei mir auch im Online-Shop unter Sonstiges raussuchen. Ansonsten guck mal bitte unterhalb des Videos, da steht dann nochmal genau, wo du das eben auch finden kannst. Ansonsten ist es durchaus möglich, dass du in der Handarbeitsabteilung in irgendwelchen Discountern, Handarbeitsgeschäfte gibt es ja kaum noch, oder im Internet ganz einfach finden wirst. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich diese Schiffchen selber herstellen kann. Nur umgesetzt habe ich es zum jetzigen Zeitpunkt. Heute ist der 4.3.2024, bis dato noch nicht. Falls es eine Änderung oder wenn es eine Änderung gibt, so ist es richtig, nicht falls, sondern wenn die Änderung dann da ist, also ich mir da selber Schiffchen herstelle, lasse ich es dich natürlich auch hier wissen. Ganz klar. Okay, das kennt ihr ja auch von mir, ne? Ich lasse es ja gerne teilhaben. Ja, dann ging es natürlich los mit dem Schiffchen arbeiten, also mir diese Grundlagen anzuarbeiten. Und ich kann sagen, es ist nicht so schwer, wie es am Anfang aussieht. Es braucht natürlich wieder Übung, ganz klar. Aber da kennt ihr mich ja. Es gibt nichts, was wir können, was wir nicht vorher irgendwann mal geübt haben. Sondern für mich gilt ja immer, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt nur ein, es geht noch nicht. Und dieses noch nicht beinhaltet für mich, wenn etwas noch nicht geht, dann habe ich noch nicht genug geübt oder ich habe noch nicht die richtigen Leute angesprochen. Also deswegen, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen. Wenn du vor einer Herausforderung trittst, dann wende dich an mich, so du willst. Ja, die folgenden Videos hier in der Playlist sind natürlich wieder so aufgenommen, dass du mir über die Schultern schaust, also oder anders, mir direkt auf die Finger guckst, was ich da tue. Ist natürlich in dem Fall etwas einfacher, da ich jetzt nichts Großartiges vor mir brauche, sondern das über einem Tisch arbeiten kann, wobei ob ich das mache, weiß ich noch nicht genau, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall so, dass du es dir anschauen kannst und nacharbeiten kannst, und zwar Schritt für Schritt. Kennst du mittlerweile bei mir, ne? Auch wird es die Videos nicht nur für Rechtshänder, was ich ja bin, geben. Nein, es wird diese Videos natürlich auch für Linkshänder geben. Falls du ein Linkshänder bist und dich nicht jedes Mal dieser Herausforderung stellen willst, dir das umzudrehen von dem, was du für Rechtshänder siehst, dann schau einfach nach. Ich werde die Videos hier in der Playlist so kennzeichnen, was für Linkshänder und was für Rechtshänder ist, damit du da möglichst schnell drauf zugreifen kannst. Ja? Wie viele Videos das im Endeffekt werden, weiß ich noch nicht. Hängt unter anderem davon ab, wie viele Fragen ihr mir sendet und wo ihr eine Herausforderung seht, was ihr gerne sehen wollt. Ansonsten ist so jetzt mein Gefühl, wären das vielleicht so um die 5 Stück, gehe ich mal von aus. Im ersten werde ich nochmal die Materialien, die notwendig sind, vorstellen. Und nein, werde ich nicht. Doch, ich werde sie vorstellen, ganz klar, und dann gehe ich auch gleich ins Tun. Ja, weil lange reden ist nicht so mein Singen, außer jetzt hier am Anfang, da quatsche ich ganz gerne mal. Ansonsten in den Vorführvideos wird es dann immer rein weg um diese eine Variante gehen, um die, mit der ich gerade, über die ich gerade kommuniziere, die ich dir gerade zeigen will. Und dann zeige ich dir das halt Stück für Stück, wie es funktioniert.
So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich wünsche dir euch jetzt mega viel Spaß bei der Umsetzung, beim Lernen dieser wunderschönen Handarbeit. Also ich finde die wunderschön. Schiffchenarbeit. Okay. Oder Frivolitäten. Steht sogar hier oben drauf. Also wer Altdeutsch lesen kann, Frivolitäten. Ja, frivol. Oh. Wie gesagt, viel Spaß. Wir sehen und wir hören uns. Falls ihr hierfür auch ein Live wünscht, lasst es mich einfach wissen. So einfach geht das. Jetzt sage ich euch, wie immer, tschüss und winke, winke. Bis im nächsten Video. Wir sehen uns. Dein Kreativcoach Simone.